Ja, oder was ich mir auch noch überlegt habe, dass ich vielleicht so hier auf meinem Hauptchar irgendwie ein paar Videos mache. Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und es geht hier weiter im Mondscheingrab. Wir waren in der letzten Folge, glaube ich, bei... Wo sind wir denn stehen geblieben? Bei den Fledermausschweinchen, als auch bei der neuen Quest, ne, bei der Strafe 2. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier so haben. Genau, Fledermausschweinchen. So, einmal den hier töten wir mal kurz. Und die nächste Spinne genauso, weil die gehen mir gerade ein bisschen auf den Senkel, ne? Genau. So, mal sehen. Guck mal, da haben wir auch unser Schweinchen. Dann töten wir ihn mal ganz schnell. Nur, dass wir die nächste Quest fertig haben und je nachdem vielleicht heute 34, 35 schaffen. So, Chuck, noch eine Fähigkeit. Ja, wobei, ich glaube, wir brauchen noch eine Fähigkeit, oder? Eine, zwei. Ja, zwei, schade, knapp. So, dann können wir die schon mal abgeben. Wo ist denn die Quest? Da unten. Da unten. So, auf jeden Fall habe ich auch ein bisschen wieder rumgetüftelt mit dem Mikrofon, also mit der Empfindlichkeit, also mit weiter weg machen, nah dran machen. Ja, und ich kam jetzt zu dem Ergebnis, dass wenn ich das Mikrofon weiter weg mache, dann ist die Qualität ein bisschen schlechter, als wenn ich hier links da meinen Mund direkt vor dem Mikrofon habe. Das ist halt immer so eine Sache. Und dadurch, dass ich ja hier links da, sag mal schnell, das Mikrofon direkt unter dem Kinn, ja, ich sag mal so Kinn, weil ich habe so ein Standmikrofon, eine Spinne habe ich mir jetzt nicht gekauft dazu. Finde ich ein bisschen unnötig, aktuell noch. Vor allem, weil es alles Geld kostet und das Geld, ja, würde ich sonst nirgendwo einnehmen, durch YouTube oder was weiß ich was. Deswegen bringt das Ganze hier aktuell nicht zu kaufen, weil ich schon, dass ich mir ein Mikrofon gekauft habe, mit so einem, ja, wunderschönen Ständer-Dings da unten. Und dann, also je weiter man das Mikro wegmacht, desto schlechter ist halt die Empfindlichkeit, also nee, nicht die Empfindlichkeit, sondern halt, wenn man das hört, das ist dann so ein bisschen, ja, wie soll ich denn das sagen, so ein bisschen halt komisch. Also ich kann es ja mal zeigen, also jetzt habe ich das genau halt unter mein Kinn. Ja, und jetzt habe ich mal den Mikrofon ein bisschen weiter weg gemacht, also so auf der anderen Seite von meinem Tisch. Und ich glaube, da kann man jetzt so einen Unterschied merken, upsala. Weil dann wenn man wirklich, das ist so ein bisschen, ja, schallt, würde ich mal sagen, oder? Kann man das so sagen, schallt? Ja doch, ne? Genau. Und das ist halt das Problem. Je weiter das Mikrofon weg ist, desto höher ist das Schall, weil ich halt im Zimmer bin und nichts hier irgendwie wie bei den YouTubern so. Ja, keine Ahnung, was die da haben, diese Schaumstoffdings da, damit er nicht so sehr schallt. Und dadurch habe ich halt eine kleine schlechtere Möglichkeit, aber von daher. Naja, musste ich halt wirklich leiser irgendwie atmen. Irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das schaffen will, aber irgendwie muss das halt so sein. Und jetzt gebe ich mir halt Mühe dabei. Weil wirklich, ne, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, ne, jo, das ist jetzt alles so gut, ne, und auf einmal schneide ich ein Video und denke mir so, nein, das ist doch überhaupt nicht gut, Digga. Da muss man halt irgendwie was dran ändern, aber naja. Weil ich hoffe, dass jetzt vielleicht ein bisschen leiser ist oder so, naja. Wer weiß, werden wir dann irgendwie, werde ich dann wieder beim Schneiden sehen, ob es jetzt so gut war oder schlecht war. So, 84% haben wir auf jeden Fall. Wir mischen dann jetzt diesen stellvertretenden, was ist denn das? Den stellvertretenden Anführer töten. Oh, der ist aber 35. Ja. Ah, ist aber kein Problem. Gut. Ist aber kein Problem. Für uns zumindest. Jetzt laufen wir ein bisschen. Super. Da können wir die Quest abgeben. Sind wir dann noch Level up? Ja, dann vielleicht. Ich hoffe schon. Und. Jawohl, Level 34. Guck mal, da können wir auch nochmal die Quest annehmen. Ja, mit der Maus da. Das ist auch wieder eine andere Sache. So, genau. Und außerdem, was ich noch gemacht habe, ich habe mir mal ein paar Akademien angeguckt und ich finde, Orange ist einer der besten. Doch. Weil irgendwie haben die keine hier Acker-Events mehr oder so und die geben jetzt alle wieder so wenig wie was weiß ich. Und deswegen würde ich mal sagen, bleiben wir auch hier in Orange drin. Naja, was soll's, dann ist halt so. So, Zombie-Ritte 3 Stück, okay. Nehmen wir auch an, wir nehmen einfach alles an. Und dann mal sehen. Jo. Dann bleiben wir halt hier drinnen. Geht ja so nur bis Level 40, weil mit Level 40 geben die 20 Gold. Ja, manche geben auch 20 Gold, aber dafür geben sie mit 35 und so viel weniger. Dann würde ich sagen, machen wir bis 40 hier erstmal in dieser Akademie und dann ab 40 gucke ich mal, wo ich hingehe. Weil deshalb will ich so, manche geben ab Level 40 noch Geld ein bisschen. Und manche geben auch gar kein Geld. Also von daher mal sehen. Mal sehen. Weil ich möchte auf jeden Fall noch weiter Geld bekommen bis Level 60. Und da haben wir schon 5 Gold bekommen. Jawohl. Also von daher, mal sehen.
Genau, was mir auch noch aufgeregt hat. Nee, oder aufgeregt? Nee, ich glaube nichts mehr. Nee, ich glaube, sonst haben wir nichts mehr aufgeregt. Hallo? Oh. Da bin ich jetzt aus, wenn ich auf meinen zweiten hier Monitor drauf getappt. Oder er gesagt, hier habe ich da halt drauf geklickt und dann hat er kurzzeitig gewechselt, aber naja. So. Die Hälfte geschafft. Wunderbar. Warum dauern die denn so lange? Ja, oder was ich mir auch noch überlegt habe, dass ich vielleicht so hier auf meinem Hauptchar irgendwie ein paar Videos mache, je nachdem, ob ihr das wollt oder nicht, wie zum Beispiel die 115er bis 129er Kaku, oder je nachdem, ob ich reinkomme in die Soras Katakomben, Level 125 bis 135er Kaku. Ich weiß ja nicht, ob ihr darauf Lust habt oder nicht, also kann ich dann auch ab und zu machen. Also, wer hätte dann nichts mit dem hier zu tun, das heißt, hier in dieser Playlist, sagen wir es mal so, wenn wir halt nur den Skipper spielen, dann will ich halt das mit dem Fiesta halt so extra machen. Also ohne irgendwie Hashtag, was weiß ich was, welche Folge, sondern halt einfach nur ganz normal chillig. Sogar Skatokommen und so hinschreiben als Titel. Je nachdem, ob ihr drauf Bock habt oder nicht. Weil es gibt ja bestimmt Leute, die drauf Lust haben, ein bisschen höher zu sehen, nicht so alles im Low-Bereich, ne? Also von daher, je nachdem, wenn ihr Bock habt, sagt es ruhig in den Kommentaren Bescheid, dann mache ich das auch ab und zu mal. Kann ich das sogar öfters machen, dass ich mal kurz aufnehme hier. Vom Heiligtum oder so, oder vielleicht sogar mit meinem Hauptschar vielleicht ein paar Quests mache und das dann hochlade, weiß ich nicht. Je nachdem, worauf ihr Lust habt, also wie gesagt, ich bin offen für alles. Ich kann jeden Scheiß aufnehmen. Ja gut, jeden Scheiß dann auch wieder nicht. Je nachdem, was ich habe oder was ich nicht habe. Weil das wäre dann halt auch eine schöne Abwechslung, halt nicht mal so einen kleinen Char spielen, sondern auch mal einen größeren. Und vor allem sieht man dann hier mich auch nicht die ganze Zeit am Questen, sondern halt auch mal kurzzeitig in den Kaku, in der Höhen-Kaku. So, Grabfüchse brauchen wir auf jeden Fall jetzt 6 Stück. Alles klar, machen wir. Machen wir. Boom, Magie-Pups. Haha. Ja, ab Level 60 wird aber unnötig sein, weil wir dann unsere wunderbare Nova haben. Oh, naja. Aber wie gesagt, ne, wenn ihr das Bock habt, ne, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Je nachdem. Also, weil ich hätte halt wirklich auch Bock drauf. Mir wäre es ganz egal, ob ich es mit dem hier aufnehme oder mit dem Großen. Ja, der Große, mit dem wurde ich gestern Level 125, das heißt, ich brauche nur noch 10 Level und dann sind wir Cap mit dem. Zumindest ich bin dann Cap mit dem. Ihr habt ja nichts davon. Aber, ja, wenn ihr wollt, dann kann ich auch ein paar Wochen mit dem aufnehmen, das ist kein Problem. Und je nachdem, ja, ich habe halt noch ein paar Spiele, aber ich weiß halt wirklich nicht, ob ich Spiele aufnehmen soll oder nicht. Worauf ich, glaube ich, Bock hätte, wäre wieder mal Dead by Daylight. Kann ich mal wieder aufnehmen. Doch das Problem bei mir ist, ich weiß nicht, wie die Verbindung ist. Weil in den letzten Folgen war es dann wie immer so, wenn ich hier was irgendwas mit der PlayStation aufgenommen habe, dass die Verbindung so schlecht war und die Grafik war so schlecht. Könnte vielleicht daran liegen, weil vielleicht 2 Downloads nebenbei gelaufen haben auf der PlayStation, aber weiß ich nicht. Ich kann es ja nochmal probieren, ob das ein Erfolg wird, ist natürlich die andere Sache. Zombie Ritter, brauchen wir den? Zombie Ritter, ja. Den Ritter brauchen wir sogar. Na dann komm her. Oh Gott. Ist ja nicht, der wird so stark sein wie dieser eine, ja, nee, so viel zieht er mir gar nicht. Ja gut, könnte am Buff liegen, warum er nicht so, mir so viel zieht. 304, ja, wobei, doch. Der zieht ganz schön. Der zieht ganz schön. Aber der ist fast tot. Nein, Zombie-Meister, geh doch weg, dich brauche ich hier erst recht nicht. Zombie-Meister, kusch. Digga. Was will denn der Zombie-Meister von mir? Was? Der ist immer noch nicht down? Mensch. So, wenn die mir beide 300 irgendwas ziehen, ne? Der eine ist down und der... Boah, der kann auch mal abhauen. Oder brauche ich den? Doch, den brauche ich sogar. Gut, dann mache ich den sogar nochmal mit kurz. Ja, brauche ich den denn? Einmal brauche ich den? Okay. Na, dann kloppen wir den auch einmal. Von mir aus. Der zieht auch 200, ey, Mensch. Was ist denn nur los mit denen? Das ist, so machst du doch gar keinen Spaß, wenn ich fast One-Hit bin die ganze Zeit. 235 sieht er die ganze Zeit, ey. Wir haben erst die Hälfte von dem, oh Mann. So, jetzt aber geslowt. Wir müssen laufen ein bisschen, lauf. Lauf noch weiter, mein kleiner junger Padawan. Ist denn das denn? Nö.
abgelehnt. Weil ich bin jetzt hier fertig, bräuchte nämlich weiter da hinten die Grabwüchse und so. Ich bin hier nämlich jetzt fertig. Läuft bei dir auf jeden Fall, warum auch immer ich hier in die Gruppe sollte, keine Ahnung. Sondern nochmal sehen, wir brauchen jetzt glaube ich auch die gelangweilten Füchse, genau, sechs Stück meine ich. Das heißt zwei Spots und dann hätten wir schon mal die sechs, weil die jeweils hier drei Stück pro Spot sind. Aber ob wir die schaffen, ist natürlich die andere Frage, ne? Das kann jetzt interessant werden, aber ich hoffe schon. Da hinten sind, wobei, hier sind nur zwei. Wo sind da nur zwei oder sind das drei? Ah ne, drei. Alles klar, das sind nur, hallo? Runter von deinem Pferdchen, Mann. Bitte nicht, ja, wobei so viel geben wir gar nicht, die hier kleinen Monster, Mann. Also von daher noch ist das schon richtig chillig bei denen, auch wenn das so viele sind. So eine Karte, wunderbar. Und da haben wir schon eine Karte von denen, ich weiß es gar nicht. Und unser Inventar ist so voll, oh Gott. So, hatten wir schon mal eine Karte von denen oder nicht? Ne, hatten wir noch nicht, wunderbar. Dann sortieren wir mal kurz unser Inventar. Das hier kann ich wegschmeißen. Das behalte ich mal. So, gelangweilte Füchse. Oh ne, was will denn der Zombie-Ritter hier? Nein, geh doch weg, Mann. Dich kann ich hier nicht gebrauchen gerade. Wir haben nur noch 19 Steine. Wie lange sind wir denn schon bei 12 Minuten? Ja komm, dann mache ich nur noch kurz so viel, dass meine Steine ganz weg sind. Ach Gott. Das wird hier immer schlimmer. Ist hier jetzt einer down? Nee, Mensch. Jetzt aber. Komm schon, der nächste auch noch irgendwie. Wobei, nee, komm, ich gehe einmal. Nein, doch lieber nicht. Kann mich gerade nicht entscheiden. Zombie-Ritter oder nicht Zombie-Ritter? Gelangweilter Fuchs. Haben wir den schon mal weg? Und jetzt kommt der Zombie-Ritter. 400. Oh Gott. Wie geht denn mir? Ja, 4 Minuten. Die Sekundenanzahl steht da nicht bei. Okay. Der zieht mir aber auch richtig viel. Menschenskinder. Hier ist ein Gold drin. Ah, nee, den habe ich gerade weggeworfen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Oh mein Gott. Habe ich irgendwie Tränke oder so? Tränke, bitte, bitte. Jawohl. Habe ich sogar. Dann benutzen wir mal hier ein paar Tränke für den Typen. Und da ist er down. So, was für eine Karte droppt er denn? Ah, eine Zombie-Karte, glaube ich, ganz normal, ne? Oder? Warte, wir brauchen Zombies, ne? Drift 3. Ja, eine gleiche Karte. Genau. So, komm, natürlich mal nochmal den Zombie hier. Chaka. Und dann würde ich mal sagen, machen wir nochmal... Wir haben eine Quest fertig? Jawohl. So. Ne, komm, lassen wir das mal. Ja, komm, brauchen wir nicht unbedingt. Dann machen wir nochmal die andere Quest kurz fertig. Welche denn? Die gelangweilte Füchse, würde ich mal sagen. Genau, dann müssen wir eigentlich 0 Lebenssteine haben. Und dann, ja, gehen wir kurz Lebenssteine kaufen. Dann bin ich auch die Folge. Wenn dann 100% schon bei 15 Minuten sind oder so. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Komm schon, beeil dich mal ein bisschen mit deinem lahmarschigen Holzpferd. So, wir haben ein paar VDHs. Anzeigende Krise, ja, mal sehen wir den Skelettritter. Da müssen wir wirklich sehen, wie wir das machen werden. Jetzt pullen wir, glaube ich, alle zusammen. Das ist, glaube ich, eine schlechte Idee, oder? Ja, ich glaube schon. Oder wie schnell gehen wir die down? Ah, geht so. Geht so. So, der erste ist wenigstens down. Komm, die anderen gehen auch noch recht schnell down. Wir haben nur noch 5 Lebenssteine. Ja, das kann lustig werden. Also je nach auf jeden Fall dann Steine kaufen. Nach dieser Gang. So, die Augen nehme ich mal mit. Brauchen wir ja für die Quest. Und dann gehen wir auf den Fuchs drauf. Ich glaube, wir gehen auf den Fuchs zuerst drauf. Weil der macht, glaube ich, am meisten Damage von der ganzen Gang. Wo sind meine Lebenstränke? Da. Ah, so schlimm war er ja gar nicht. So, komm schon. Die müssen wir auch nochmal down machen. Ja, doch, schaffen wir auf jeden Fall. Und, tschakka. So. Können wir die Quest nochmal abgeben? Wo ist sie denn? Da oben. Rubis, bitte. Und wir haben eine wiederholbare. Die nehmen wir auch an. Aber machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Weil jetzt aktuell auf nach Eldarin. So. Kaufen uns kurz die Steine und dann, ja. Ne, beenden wir auch die Folge.
Sollen wir nochmal hinreiten? Ja komm, wir können auch hinreiten. Ist alles kein Problem. Mensch, ist das viel. Kaufen. Tschak, tschak. So, jetzt haben wir wieder neue Steine. Mal hoffen, dass es gleich ein Cleary, dass er uns irgendwie entgiften kann. Wir sind sehr, sehr freundlich von denen. Weil ich möchte ungern mit 1 HP rumreiten. Sehr, sehr ungerne. Da haben wir sogar einen Cleary. Jawohl. Kann mich jemand bitte entgiften? Entgiften, genau, giften. Komm schon bitte einer. So, danke. Super, da hat sie uns entgiftet. Dann können wir ganz schlecht dahin laufen, ohne dass wir irgendwie das Gefühl bekommen, dass wir irgendwie sterben oder so, ne? Das ist immer so eine Sache. Also wir können ja die Quest abgeben, aber egal. Machen wir die in der nächsten Folge oder so, je nachdem, wann wir wieder in Eldarin sind. Oder mit 38 oder so. Weil jetzt haben wir ja wieder genug Steine, also von daher bleiben wir ein bisschen wieder hier. Fühle mich wie so, was? Fühle mich so wie ein Diktator, baller alles wie ein Terminator. Ja, läuft bei dem. Läuft bei dem, aber warum macht denn keiner hier? Ah ne, 2 Minuten sowieso vor, bevor eine Kaku anfängt, aber... In dem Bereich geht ja sowieso keiner in Kakus, warum auch immer, ist traurig, aber was soll's. Dann leveln wir hoch bis Level 40 und dann, ja, geht sowieso wieder einer in Kaku rein. Zudem gucken wir mal, dass wir vielleicht in Daisy reingehen oder so, dass wir halt wirklich Abwechslung bekommen. Weil es ist ein bisschen doof, wenn wir immer nur das gleiche machen und zwar Questen, Questen, Questen und nichts anderes, weil, ja. Fiesta besteht halt nicht nur aus Questen, sondern halt auch aus Kakus und was weiß ich was. Ja gut, sammeln ist vielleicht ein bisschen langweilig jetzt hier. So, jetzt sind wir hier. Oh, ja, läuft bei dem Typen, muss ich schon sagen. Traurig, aber naja, was soll's. So, Skipper stellen wir mal hin. Und dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nein, gebt einen Daumen nach unten. Und bitte bewertet auch in den Kommentaren, warum das so ist. Und ansonsten würde ich sagen, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das bitte. Ich würde mich sehr darauf freuen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein.